Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Freitag, den 9.2.24. Tut mir leid, ich bin furchtbar spät dran, aber mir ist so schlecht. Also ich habe um 6 gegessen und seitdem ist mir schlecht. Okay, aber jetzt machen wir die Tagesenergie noch und dann gehe ich ins Bett. Oder wieder ins Bett, ich bin ja die ganze Zeit schon gelegen. Ich gucke. Wir haben großen Erfolg in der Partnerschaft. Bald, also das zieht sich die ganze Zeit hin, weil die Wahrheit rauskommt. Das mag jetzt für den einen oder anderen nicht so ein großer Erfolg sein, aber dürfte es doch sein, weil man in jeglicher Partnerschaft, und das ist jetzt Liebe, Mutter, Kind, Vater, Kind, Tochter, Eltern, Chef, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Freund, Freundin und so weiter, in jeder Partnerschaft ist das hier zu finden und die Wahrheit, die durchs Partnerschaft zieht, dann erkennt man, wer ist denn wirklich in welcher Beziehung an meiner Seite. Ist es wirklich eine Partnerschaft oder ist es keine? Hier haben wir die Mutter liegen und hier startet es. Also auch eine Partnerschaft zur Mutter, zum Vater, zur Schwester und so weiter. Aber auch, das erzähle ich später, dass man hier die Mutter seines Lebens wird, seiner Partnerschaft wird, den Überblick hat und solche Sachen. Ja, in manchen Partnerschaften wird das Herz gebrochen, ist mir klar, wenn die Wahrheit rauskommt, aber dieser Schmerz dauert nicht lange. Ich sage, das wird jetzt einigen nicht gefallen, denn es gibt wirklich Partnerschaften, die schon lange keine mehr sind, die gelebt werden, weil, keine Ahnung, ist ja auch vollkommen wurscht die Gründe, aber jetzt kommt eine Energie oder eine Zeit, die hier wirklich mit der Zeit alles aufdeckt und die Wahrheit an den Tag bringt. Und eine Partnerschaft, die nicht wirklich glücklich macht, versaut dir eigentlich das ganze Leben. Wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben bloß Angst, wir schaffen es nicht alleine mit den Kindern und, wie soll das gehen und überhaupt. Das sind nur Ängste, die dahinter stehen, die uns diese Partnerschaft aufrechterhalten lassen, aber glücklich werden wir nicht. Und es geht im Leben darum, glücklich zu sein. Ja, hier startet nämlich eine Entscheidung, Manipulation und wir lernen, erst zu erkennen. Also, wir manipulieren uns selbst. Ganz, ganz logisch. Machen wir alle den Kindern zuliebe, unserer Sicherheit zuliebe, unseren eigenen Bedürfnissen zuliebe, manipulieren wir uns, sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm und damit komme ich schon zurecht und keine Ahnung, was wir alles machen. Wir machen uns selber was vor und das kennt, glaube ich, jeder. Und eigentlich leben wir ein Leben, was wir nicht leben wollen. Das ist ein Beispiel, wir leben das Leben unserer Mutter, unserer Vater. Wir wollen das Leben von irgendeinem Idol. Wir wollen das Leben von der besten Freundin, weil wir das einfach von außen furchtbar gut finden und ich das auch haben will. Oder. Also hier ist eine große Manipulation drin von natürlich auch anderen, von unseren Partnern, von unserem eigenen Herzschmerz, von unseren eigenen Ängsten. Entschuldigung, lassen wir uns manipulieren. Und das alles fangen wir jetzt an zu erkennen und treffen dann eine Entscheidung der Wahrheit. Denn wir lernen erstens mit der Wahrheit umzugehen und zweitens bekommen wir unwahrscheinlich Hilfe, unser Leben auf wahrheitsgemäße Füße zu stellen. Und das hat mit allem zu tun, wo eine Partnerschaft ist. Es ist aber auch Partnerschaft mit einer mit dem Geld, Partnerschaft mit deinem Reichtum, Partnerschaft mit deiner Gesundheit, mit deiner Krankheit und. Also du hast ganz viele Partnerschaften und hier wird in allen Belangen, in allen Bereichen mit der Zeit immer mehr und mehr und mehr die Wahrheit und die Manipulation vordringen und wir erkennen sie. Ist natürlich auch die Partnerschaft mit unserer Regierung.
die Partnerschaft mit unserem Bürgermeister. Oder, oder. Also auch solche Sachen sind hier absolut mit drin. Was im Kleinen ist, kommt, passiert auch im Großen. Das heißt, uns passiert es im Kleinen in jeglicher Partnerschaft. Und sage, ich gehe mit irgendjemand regelmäßig zum Sport, dann ist es mein Sportpartner. Also denkt da nicht so engständig. Ihr müsst da wirklich groß denken. Und wenn ich die Hälfte vom Monat ans Geld denke und nachrechne, ob es noch langt oder nicht langt, dann ist dieser Geldmangel mein Partner. Weil ich bin ja immer bei ihm. Und. Also ich bin auch Partner meiner Kinder und so weiter. Also du darfst es wirklich für alles nehmen. Und hier kommt die Wahrheit peu à peu raus. Natürlich schmerzt ihn, natürlich geht die eine oder andere Partnerschaft auseinander. Aber wenn ich ja zum Beispiel eine Partnerschaft habe mit Geldmangel, und das erkenne ich, dass ich mich da selber manipuliere, und diese Partnerschaft geht auseinander, ja, das ist ja ganz gut so. Wenn ich natürlich meine, ich liebe jemand, aber ich erkenne dann auch schmerzlich, dass das vielleicht schon lange nicht mehr so ist und. Oder andersrum, dass er mich schon lange nicht mehr liebt, oder? Man weiß es nicht. Natürlich, aber du siehst hier, der Schmerz hier liegt ja ganz alleine, denn er wird nicht lange dauern, weil wenn du hier anfängst, dein Leben auf die wahre Füße der Wahrheit zu stellen, wird alles ganz anders, einfacher und auch schöner. Gut, das fängt jetzt am Freitag an, sollte sich übers Wochenende ziehen. Heißt natürlich auch einen großen Erfolg der Wahrheit, werden wir auch am Wochenende erleben, vielleicht in der Partnerschaft oder eben woanders. Also das startet ja schon am Wochenende, also sollten wir da schon am Wochenende was erfahren. Gut, dann kommen wir zum Spirituellen. Und da mag ich jetzt mal kurz reinschauen, mal schauen, ob das halt geht. Oh, ich sehe sehr, sehr viel Violett. Okay, ich sehe wieder mal Hasen. Okay, ich sehe wieder mal Hasen. Also, ich sehe so einen kleinen Hasen, der irgendwas anstellt und sich hinter die Hecke versteckt. Und der Opa-Hase mit der Brille kommt so um die Ecke und schaut praktisch zu, was er macht. Das ist das Erkennen. Also wir erkennen bei anderen Menschen, was wirklich Sache ist, wo sie sich verstecken und so weiter. Sehr viel Violett ist für mich, also Violett ist für mich wirklich eine spirituelle Energie, eine Energie der Klarsicht, der Weisheit. Also Violett ist auch immer mit Blau drin. Blau ist auf jeden Fall Klarsicht und Violett ist für mich, so ein Dunkelviolett, absolut spirituell, geistiges Erwachen und so weiter. Und hier haben wir natürlich spirituell auch noch unsere Seele liegen, die mit großer Erfolg jetzt unser Partner wird. Sie wird sich immer mehr und mehr melden, du wirst sie immer mehr und mehr spüren. Und wenn du sagst, ich spüre meine Seele nicht, dann spür dein Herz, denn da, irgendwo da wohnt auch deine Seele. Wenn du dein Herz spürst, spürst du deine Seele. Und hier werden Manipulationen ausgedeckt, die vielleicht sogar auf Seelenebene entstanden sind oder in früheren Leben entstanden sind. Auch sowas ist jetzt, dass es aufgedeckt wird, dass du neu entscheiden kannst, was du tust. Denn wenn du jetzt, was weiß ich, im 16. Jahrhundert irgendeinen Vertrag geschlossen hast, dass du nicht verbrannt wirst und was weiß ich was abgeschworen hast, dann musst du das heute nicht mehr leben. Also es gibt Menschen, die heute noch Angst vor Feuer haben, weil sie irgendwann verbrannt sind. Es gibt Seelenverträge. Ich werde krank, nur dass meine Familie gesund ist und, die du irgendwann in irgendeinem Leben geschlossen hast mit irgendwelchen Vollidioten, die man Kirche nennt, oder andere Menschen oder auch andere Wesen. Auch das hat schon immer gegeben. Und das manipuliert dich heute noch. Auch das hier ist etwas, du darfst hier neu entscheiden, sobald du lernst, sobald du erkennst, was es ist. Also ich muss keinen Seelenvertrag von anno dazu mal heute erfüllen, also absolut nicht. Das kann man auch einseitig auflösen, das muss aufgelöst werden und das geht auch. Also du hättest jetzt in diesem Leben einen Seelenvertrag geschlossen, dann weiß ich nicht, wie das ist. Da müsstest jemand fragen, der sich da auskennt. Ich weiß bloß, Seelenverträge aus anderen Leben muss ich in meinem Leben nicht mehr erfüllen. Ich ziehe sie aber mit, solange ich sie nicht auflöse. Also auch diese kommen hier raus, spirituell. Bald heißt dann, dies war in dem Fall eben, was schon lange da ist, dass da darf ich jetzt die Wahrheit erkennen. Und da haben wir alle Helfer an der Seite, das aufzulösen. Bei einem oder anderen hat sich diese Verträge oder diese
diese Glaubenssätze, auch die Glaubenssätze sind hier drin, verhindert, dass du eine glückliche Partnerschaft hast, verhindert, dass du großen Erfolg hast und so weiter. Also da gibt es ganz viele Verhinderer in uns und auch das alles dürfen wir jetzt peu à peu erkennen. Diese Energie bleibt jetzt, die beginnt jetzt und bleibt und da kommt wirklich die Wahrheit raus. Also im Leben finde ich jetzt persönlich es sehr, sehr gut, weil wir auch die große Wahrheit erfahren, weil auch die, die sich hinter ihrer Macht verstecken, nicht mehr verstecken können, denn auch da kommt es raus. Im Kleinen finde ich es auch gut, weil wir alle eine Lüge leben. Es ist nicht einfach, das weiß ich. Es ist nicht einfach, wenn man merkt, was für eine Lüge man lebt oder dass man irgendwo ein Schuldgefühl hat und da wirklich an diesem Gefühl selber schuld ist, weil man glaubt, da ist man schuld dran. Da will man nicht reingehen, das ist mir absolut klar. Aber das liegt genauso auf dem Weg, das muss genauso sein. Um diese Schuld aufzulösen, musst du sie anschauen. Und vor allem, ja, du musst dir vergeben. Du musst dich mit der auseinandersetzen. Es ist ganz klar. Also wenn du irgendwas getan hast oder glaubst, etwas getan hast, was ganz fürchterlich war und du heute noch Schuldgefühle hast, und das können so kleine Sachen sein. Ich habe in meiner Kindheit eine Tafel Schokolade gestohlen. Und das ist mir eingeprägt ins Hirn als Schuld. Dann ist diese Tat, trage ich dann jetzt schon 40 Jahre mit mir rum als Schuld. Ich habe gestohlen, ich bin schuld. Ich bin es nicht wert, ich bin ein Dieb, ich bin eingesperrt und keine Ahnung, was dahinter noch alles für Glaubenssätze sich dann manifestieren. Und das alles schleppst du seit ewigen Zeiten mit dir rum, weil du nicht mehr hinschauen willst. Natürlich hast du das gemacht, ja, aber heute bist du ganz groß und das habe ich jetzt schon ganz oft erklärt. Du darfst dir Sachen vergeben, wenn du ein Kind warst oder du wusstest, ist egal in welchem Alter, du wusstest nicht das, was du heute weißt. Und darum musst du dir vergeben. Das ist wie, wenn deine kleine Schwester kommt, ihr seid jetzt 50 und 49, und deine kleine Schwester mit 49 kommt jetzt zu dir und sagt, Frieda, ich muss mich bei dir noch entschuldigen, ich habe dir als Kind mal eine Tafel Schokolade gestohlen. Was würdest du sagen? Wahrscheinlich würdest du dich totlachen und sagen, ja, ist verziehen. Weil es völlig egal ist. Aber deine eigene Schuld, die trägst du mit dir rum. Und darum, sieh es von der Sicht heute auf der Sicht von damals. Und heute bist du die große Schwester, die Mama oder sonst irgendwas von dem, was du damals warst. Und dann kannst du verzeihen. Stell dir vor, es ist deine Schwester. Könntest du dir verzeihen, die Staffel Schokolade gestohlen zu haben? Ja. Dir selber trägst die Schuld mit rum. Das ist natürlich auch sowas, was hier rauskommt. Im Kleinen wie im Großen. Also war jetzt bloß ein Beispiel, es kann alle mögliche Schuld hier rauskommen, aber trotzdem ist es immer, so eine Schuld trägt man meistens länger mit sich, so eine Manipulation. Ich habe es damals getan, weil ich nicht anders konnte und das musst du dir vor Augen führen. Hättest du anders entscheiden können, hättest du es getan. Du konntest nicht, auch wenn du es heute sagst, doch, ich hätte doch anders können, weil da wäre ja, nur hättest du, wäre es die Möglichkeit da gewesen, für dich, für dein Innerstes, hättest du es damals auch schon getan. Für dich war es aber nicht da. Vielleicht hast du es gesehen, ja, aber so konntest trotzdem nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und das musst du dir vor Augen führen. Kein Mensch ist von Grund auf böse. Es hat einen Grund, warum er es nicht kann und warum er es tut. Und da musst du, wenn du zurückgehst, es immer so ansehen und dich da reinversetzen, dann kann man sich selber auch alles vergeben, denn das ist ganz wichtig. Partnerschaftssachen muss man natürlich auch dem Partner vergeben und. Wisst ihr alles schon, brauche ich euch nicht erzählen, aber das Schöne ist, uns wird hier wirklich, wirklich geholfen, die Manipulation von uns selbst zu erkennen, aber auch von unserer Seele zu erkennen. Also unsere Seele manipuliert uns nicht, aber die Seele ist teilweise manipuliert von einem anderen Leben. Das ist das, was hier auch liegt, was aufkommt, was du erkennen darfst, wo du jede Hilfe hast. Also du brauchst dir bloß Hilfe holen, wenn es so Seelenverträge sind. Gibt es genug Menschen, Energetiker können sowas, die können schauen, ob du einen Seelenvertrag hast, den mit dir auflösen und so weiter. Also das geht alles, kannst du aber auch alleine, wie immer du das möchtest. Hier ist Lernen angesagt. Und du darfst jetzt neu entscheiden und den ganzen Blödsinn hier verabschieden. Und das ist eine richtig, richtig schöne Energie, die natürlich Kummer bringt, aber auch viel, viel Erfolg und Freude. Weil danach, wenn du das erkannt hast, aufgearbeitet hast,
ist das Leben um einiges schöner. Und da weiß ich, von was ich spreche. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen. Jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst für dich selbst. Oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.